Hallo und herzlich willkommen, ich bin Dirk Leach und ich möchte im Video mal darstellen, warum ich Lars Fassmann bei der Oberbürgermeisterwahl jetzt 2020 wähle. Und der Hauptgrund ist wohl, ich sehe seit langem wieder mal eine Chance, was Positives in Chemnitz zu bewegen und nicht das kleinere Übel als Bürgermeister zu wählen. Das nächste ist, dass eine parteiübergreifende Sachpolitik meiner Meinung nach nur möglich ist, wenn man entweder parteilos ist oder vielleicht noch Kandidat der Freien Wähler. Denn wenn ich das wichtigste Amt in der Stadt innehabe und bin Parteimitglied, bin ich natürlich selbstverständlich meiner Partei gegenüber rechenschaftspflichtig, wie ich deren Ziele, Strategie umsetze und warum ich vielleicht Projekte befürworte und unterstütze, die von einer Konkurrenzpartei kommen. Das ist meiner Meinung nach nicht möglich und wer das Gegenteil auf seinen Wahlplakaten und Wahlprogramm behauptet, der ist schon in seiner Glaubwürdigkeit für mich relativ eingeschränkt, weil das geht meiner Meinung nach nicht, parteiübergreifende Sachpolitik zu machen, wenn man selbst ein Parteimitglied ist. Das nächste ist Bildungsteam, Bildung insgesamt, der intelligente Umgang mit Wissen, für mich für positive Veränderungen in der Stadt, in der Gemeinde, in der Gesellschaft sehr wichtig sind. Und das hat Lars Fassmann im Blut. Das weiß ich seit vielen Jahren und zwar nicht bloß, weil er das auch Inhalt von seinem eigenen Unternehmen ist, was er gegründet hat, von seinem Startup-Unternehmen, sondern weil er das Ganze lebt. Jetzt komme ich zu den zwei wichtigsten Punkten, wo ich bin. Ich weiß, was der wichtigste ist, warum ich ihn jetzt wähle. Zum einen ist das, er hat seit vielen Jahren mit Taten Positives in Chemnitz verändert. Nicht bloß mit Taten, sondern vor allem auch mit eigener Verantwortung, eigenen Entscheidungen, eigenem Risiko und auch dem Risiko für eigenes Geld. Ob das jetzt die modernen, zukunftsorientierten Arbeitsplätze waren, die er mit seinem Startup-Unternehmen geschaffen hat, oder diese Rettung von teilweise denkmalgeschützten historischen Gebäuden in der Stadt, die abgerissen wären, die schon lange nicht mehr da wären, wenn er nicht existiert hätte. Oder auch diese sozialen Initiativen, die er in den letzten Jahren gestartet hat, die ich nicht alle so positiv sehe vom Inhalt, wo er auch viele Menschen begeistern konnte, dort mitzumachen und die dann zum Erfolg geführt hat. Und dieses wirklich tun, handeln und das in vielen Jahren nachgewiesen zu haben, das fehlt mir bei allen anderen Kandidaten dafür. Vor allen Dingen, das wirklich mit eigenem Risiko und eigener Verantwortung gemacht haben und damit Chemnitz vorangebracht zu haben und das nicht bloß als leere Lippenbekenntnisse zu versprechen, woraus man dann sehen muss, was denn aus diesen Worthülsen nach der Wahl tatsächlich noch übrig bleibt. Der zweite wichtige Punkt, wo ich nicht weiß, ob es der wichtigste ist, ist, Lars lebt tatsächlich diesen neuen Gedanken, dieser Motivation und Förderung von Mitarbeitern und Mitmachern. Er schafft es also, die zu engagieren, zu eigener Initiative, zu eigenem Handeln anzuregen und auch eigene Verantwortung zu übernehmen. Dass es nicht selbstverständlich ist, wissen wir natürlich aus der Stadt von allen Ecken und Enden, die wir haben. Und natürlich kann man das nicht von einem Tag aufs andere verändern. Aber wenn wir es schaffen, in den nächsten Jahren dort die ersten Schritte zu gehen, dass nicht bloß in Verwaltung, sondern auch bei den Bürgern Initiativen zustande kommen, Verantwortung übernommen wird und das Ganze unterstützt wird, also Verwaltung und Bürger Hand in Hand gehen und tatsächlich auch selber initiativ werden, dann werden wir was positiv verändern. Und dafür ist Lars Fassmann der optimale Kandidat, dort die ersten Schritte zumindest zu gehen. Es wird ein langer Weg, aber jeder Weg beginnt halt mit dem ersten Schritt. Und ich weiß halt, er hat wirklich das Ziel und die Motivation, was Positives für Chemnitz zu bewirken. Auch dieser Spruch, wir Bürgermeistern das, ist durchaus ernst gemeint, finde ich. Und ich will auch nicht verheimlichen, im einzelnen Sachfragen und Fachfragen gibt es natürlich Dinge, die sehe ich komplett gegensätzlich zu dem, wie das Fassmann sieht oder veröffentlicht. Aber ich weiß, dort ist ja ein bisschen Lernbereitschaft dabei. Und dadurch können sich Dinge positiv verändern. Und außerdem muss am Schluss das gemacht werden, was die Mehrheit für richtig und gut findet. Und natürlich nicht bloß das, was ich für richtig und gut finde. Aber ich denke, alles in allem ist er mit Abstand, für mich jedenfalls, der beste Kandidat. Und wenn wir das schaffen, dass jeder, der im ersten Runde Lars Fassmann gewählt hat, noch ein oder zwei Chemnitzer mit überzeugt, dann könnte es reichen. Und dann haben wir wirklich als Chemnitz eine Chance, uns in den nächsten Jahren wirklich positiv zu entwickeln und einen Schritt vorwärts zu machen, was ich bei all den anderen Kandidaten nicht sehen kann. Also vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe auf eine gute Wahl in 14 Tagen.